Let's play The Long Dark, die Challenges, und zwar die mit dem alten Stinkebären. Ich habe eine Plastikkiste gefunden, ich werde sie benutzen. Kräutertee. Macht der wohl satt? Wir haben nämlich ein kleines Hungerproblem. Wir sitzen hier in dieser Hütte fest und es ist nicht wahr. Nicht wahr. Schlafen kannst du doch einfach. Mach doch einfach noch ein Stündchen, vielleicht geht dir der Sturm weg. Was ist denn das? Warum ist denn noch Sturm, wenn ich hier rumhänge? Nee, immer noch Sturm. Taskaff. Ah, die hat 100 Kalorien. Das ist ja schon mal was. 250 Kalorien. Kräutertee. Geschmackloser Schokoriegel. Ja, den feuern wir uns schon mal rein. Ich wüsste gern, wo die Tees hinkommen. Die sind wahrscheinlich für Krankheiten. Ah, da. Gegen Entzündung. Ist ein Schmerzmittel. Ist ein Antibiotikum. Auch ein Antibiotikum. Die haben aber auch 100 Kalorien. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Ich wüsste nicht, ich habe in meinem Leben schon viel Hagebuttentee getrunken und mir war nicht bewusst, dass das ein Schmerzmittel ist. Ja, unser Klowasser ist auch alle. Ich habe letzte Woche, in den letzten beiden Episoden beide Klos leer getrunken. Ja, toll, der Sturm hört nicht auf. Was soll denn das? Was ist für ein Quatsch hier? Ist jetzt hier aus Verzweiflung noch die alte Tomatensuppe, weil ich so Hunger habe. Hat auch nur 300 Kalorien, das ist doch alles Mist. Aber wir können nicht im Schneesturm raus. Zack, bum, bonjour. Ganz. Könntest du jetzt bitte aufhören? Blöder Sturm. Den habe ich schon nicht gesucht. Könntest halt auch ins Auto setzen, aber das macht es nicht besser. Jetzt, das Problem ist, jetzt wird es halt Nacht und wir mussten jetzt den ganzen Tag rumeilen. Vielleicht hätte ich einfach aufbrechen sollen. So, wir warten und warten. Warten, Pupaten. Nee, ich wollte eigentlich lieber was trinken, was ein bisschen Wumms hat, noch ein paar Kalorien. Also, das, ne, es stürmt ja so laut. Hier müssen wir uns ja keine Illusionen machen, dass das hier, so, jetzt durchs Rennen verbrenne ich ja natürlich sicherheitshalber noch mehr Kalorien. Oh, und jetzt kann man nicht immer schlafen einfach, sondern wenn er nicht mehr müde ist, schläft er halt nicht. Ja, okay, draußen ist es halb dunkel, es sind minus 21 Grad, das können wir dermaßen knicken. Wir müssen jetzt einfach so lange warten, bis wir müde sind. Hallo? Wir schlafen einfach im Schaukelstuhl ein und sterben, okay? Nein, das tun wir nicht! Was erzählt ihr da für einen Quatsch? Wir sind hochmotiviert. Was? Ist verbrennt. So, wir warten jetzt 4 Stunden. Achso, ausruhen geht so lange. Jetzt wird er wahrscheinlich gleich wach. Der Sturm ist vorbei, aber wir können ja nicht. Ich bin komplett erholt aufgewacht, okay? Okay, ich brauche irgendwas Lichtiges. Das Problem ist, die, ja, cool, die habe ich ja leer gemacht, ich Idiot eben, ne? Das ist natürlich mega praktisch. Was haben wir denn noch an Licht? Wir haben 1000 Streichhölzer, so. Ja, und mega Hunger, sicherheitshalber. Boah, das ist ja mega creepy jetzt hier in diesem Haus. Wir haben noch 9 Stunden Dunkelheit. Wir haben einfach... Das ist der reizende Domian. Nö, nee, wir kochen jetzt einfach ein bisschen, oder? Das ist doch gut. Sorry, dass wir jetzt hier im Dunkeln sitzen. Das habe ich ja wieder mega gut getimt. Das Feuer sieht schon cool aus, ne? Come on. Come on. Ja, brenn mal ein bisschen schneller hier, bitte. So, brenne etwas schneller. Turned out pretty well. Ja, da gebe ich dir recht. So, wir kochen jetzt einfach alles, was wir hier noch haben. Kräutertee. Sorry, das ist jetzt leider einfach nur ein schwarzes Bild. Aber ihr habt schöne Geräusche und ihr könnt mich ja hören. Müsst da keine Angst haben.
Ich will das jetzt einfach alles wegkochen, weil das jeweils 100 Kalorien gibt. Uns irgendwie dann bis ins nächste Gebiet zu schleppen. Wir haben noch 8 Stunden Dunkelheit. So, wir kochen uns noch Kaffee. Der macht ja auch gleichzeitig noch wach. Ich glaube, was brauchen wir? 1000, 2000 Kalorien oder so in der Kälte pro Tag? Ach, wir haben keinen. Okay, wir müssen. Aber das ist ja völlig egal. Wasser können wir ja produzieren. Wir schmelzen 2 Liter Schnee. Dauert natürlich wieder seine Zeit. So war das sonst. Ich kannte das mit den Klos ja noch gar nicht. Habe ich mich wahrscheinlich selbst noch ein bisschen gespoilert. Ist immer 0,15 ist in so einem. In so einem Heißgetränk. Weiß auch nicht, ob das sinnvoll ist, was ich jetzt gerade mache, aber. Wir sind halt mega hungrig und ich glaube, wir haben einfach gar nichts mehr. Und irgendwie sinnvoll verwerten könnte. So 7 Stunden. Wir werden jetzt langsam ja auch müde. Dann schlafen wir gleich mal noch eine Runde. Müssen wir mal gucken, ob Kräutertee auch Kalorien hat. Der arme Kerl, ey. Muss. Ist wie ein Bekloppter. Ja, alles 100 Kalorien. Okay, Limo hat sogar 250. Wir haben auch noch das Hundefutter. Geil. Wir kochen das jetzt erstmal. Wir brauchen ja auch gleich noch Wasser. Obwohl, ja, wir haben ja da ganz viele Tees dabei. In einzelnen Tassen schleppt er die mit sich rum. Die, das müsst ihr euch einfach so vorstellen, der jongliert die. Der jongliert volle Tassen, während er durch den Schneesturm läuft. Okay, egal, wir haben. Ah, jetzt habe ich. Ich habe alles weggekocht, außer dem Kaffee. Ach, wiegt das jetzt auch alles 1000 Kilo? Na, ist egal. Kann das jetzt schon wieder, der Kollege. Aber auch noch ein Käffchen, ne? So, jetzt haben wir. Ja, jetzt haben wir alles weggekocht, okay. Achso, Wasser wollte ich nochmal. Ich durchs Paddel. Oder? Ja, ne? Nee, gar nicht. Wir haben noch einen Lackporling, den kochen wir noch. Hammer. Wir brauchen trotzdem. Wie viel schaffen wir? Ja, wir brauchen ja noch was zu trinken, ne? Minuten, das reicht. Dann gehen wir ins Bett. Easy cheesy. So, jetzt machen wir uns wieder einen schönen Streichholz an. Das Menü gefällt mir. Nein. Bin zwar zu dumm, es zu bedienen, aber es geht viel schneller. So, jetzt ab ins Bettchen. Das ist das Badezimmer, da kann man nicht. Also da kann man schlafen. Es kommt auch ab und zu mal vor, wenn man sich irgendwie falsch eingeschätzt hat mit allem. So, wir trinken jetzt hier einfach lecker Kräutertee. Der ist schön kalt. Dazu gibt es eine Dose Hundefutter. Lecker, lecker. Die wird jetzt noch gegessen. Ja, das ist das. Geht auf jeden Fall schon mal besser. Bin immer noch mega hungrig, aber unser Durst ist gestillt. Machen jetzt 4 Stunden in der Hoffnung, dass das alles wieder auf den Dampfer bringt. Du bist komplett erholt aufgewacht. Geil. Der Sturm ist vorbei. Sehr gut. Ja, es ist jetzt natürlich wahrscheinlich draußen mega kalt. Aber wir sehen wir draußen was? Wahrscheinlich nicht, ne? Aber warten ist ja auch Quatsch. Wir machen uns jetzt auf den Weg mit unserem Sturmstreichholz. Das ist überhaupt kein Problem. Ich mache mir da keine Sorgen. Welche Richtung war die Brücke? Weg vom Silo, ne?
Man muss ja früh aufbrechen, wenn man wandern will. Das ist so. Das macht man so. Oh, Alter, ist das schön. Krass, guckt euch das bitte mal an. Wie schön das ist mit den Sternen. Und dem blauen Licht und so. Was macht es? Es leuchtet blau, aber... Alter Lachs, ist das schön. Da hinten ist der Stinkbär. Na, herzlichen Glückwunsch. Ist das der Stinkbär oder ein Stinkbär? Ich hatte doch eine Brücke gesehen. Wo war die? Wo war das? Hatte ich überhaupt gar keine Brücke gesehen? Bin ich vielleicht einfach doof? Ich meine, ich hätte da in der Richtung eine... Da! Vielleicht können wir Stinkbären ja auch davon überzeugen, dass wir nicht lecker sind. Buh, buh! Wir schmecken nach... Rosinen. Kein Mensch mag Rosinen, ist ja ein bekanntes Phänomen. Okay, es ist immer noch ziemlich dunkel. Ich hoffe, ihr könnt genug sehen. Doch, ich glaube schon. Doch, in einem dunkleren zweiten Monitor. Und er schon wieder angesprintet. Er kommt angesprintet, die dumme Ratte. Oh, mir ist ganz schön kalt. So, Monsieur Bär. Warum ist mir denn jetzt plötzlich so... Oh, da ist ein Auto, geil. Oh nein, jetzt knacke ich hier erst noch den Kofferraum. Nein, 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 nein! Ins Auto, ins Auto! Oh, oh, oh. Oh je, oh je, oh je, oh je. Na gut, hier können wir jetzt... Wir werden draußen rumlaufen. Ich hoffe, der macht jetzt nicht das Auto kaputt. Radio geht nicht. Eine Stunde Dunkelheit. Uns ist ein bisschen kalt. Ach, hier sind... Oh, wir im Auto ist auch sehr kalt, ne? Trinken wir mal eine Tasse Kaffee. Ist auch kalt, aber... Okay, das Auto hilft uns nicht so viel. Okay, ich habe keine Ahnung, ob das richtig ist, ne? Die Herzschmerzbrücke, okay. Das ist schon mal ein schönes Landmark. Ist in der Nähe der Herzschmerzbrücke. Irgendwas, wo ich vielleicht pennen kann, wo ich mal ein bisschen chillaxen kann. Es ist jetzt natürlich auch mega dunkel. Eine tolle Wurst. Da! Als hätte ich's gewusst. Ich muss mir nur merken, wo die... Oh, wir frieren, wir frieren, wir frieren. Richtig viel Brennholz habe ich nicht dabei, aber es muss reichen. Wie geil wir diesem alten Bären ausgewichen sind, ne? Oh ja, wir haben ganz schlimm Hunger. Oh, dem Johnny ist das hier nicht so gut bekommen. Der hat natürlich auch nichts dabei. Oh, Tannenholz, sehr gut. Ist hier wenigstens jetzt windgeschützt? Hier muss es doch windgeschützt sein. Ja, ja, Johnny. Wieso? Ah. Was haben wir hier? Erfolgschance. Oh, ich habe natürlich keine Bücher mitgenommen, weil ich ein Trottel bin. Weil sie mir zu schwer waren, weil ich dachte, ach komm, wir kommen ja schon an. Easy, ne? Habe ich mir gedacht. Come on. Komm schon, komm schon, komm schon. Wir müssen uns aufwärmen. Und dann wird es ja auch Tag, ne? Ich habe irgendwie die ganze Zeit das Gefühl, dass es Nacht ist. Dann könnten wir auch mal unseren Schlafsack hier auspacken, ne? Oder? Looks like I made it through another night. Ja, okay, es ist Tag. Kann der Bär hier wohl rein? Fire's life out here. Oh, schnell Brennstoff rein. Okay. Ah, geil, jetzt können wir uns aber mit dem Tee erhitzen. Damit sollten wir uns im 0, nichts wieder warm kriegen. Easy cheesy. Wo ist der heiße Tee? Kalt, kalt. So, der ist hier unter Medizin. Ja, lecker.
Komm, dann machen wir uns auch direkt noch hier den Kaffee heiß. Dass der Kollege hier auch nicht so wach. Nee, das andere. So, es gibt nämlich jetzt einen Boost. Das ist ganz geil. So, schön aus der Hinterland-Tasse. Kalt, kalt, kalt. Hört noch jemand die Geräusche? Da ist ein dicker Bär. Oh Mann. Ja, guten Tag. Hier bist du aber hoffentlich zu fett, um hier reinzukommen, oder? Oh, hup doch hier nicht so rum. Da sind die dicken Tatzen, ey. Die dicken Tatzen. Ja, Monsieur. Das wünschen sie sich, ne? Schön Stück viele Franz wollen sie wegsnacken. Haha, aber nicht mit mir. Was für ein Glück ich hab. Das ist ja echt lächerlich. Geht gleich bestimmt völlig dämlich in die Hose. Ich will es nicht beschwören, Kinder. Ich will es nicht beschwören. Oh, der ist lecker gekocht. Yum, yum, yum. So, hauen uns noch den leckeren Müsli-Riegel rein. Noch einen heißen Kaffee. So, wie sieht das denn jetzt hier aus an der Front? Alles perfekt, okay. Also perfekt. Perfekt ist anders. Oh, ein Hirsch. Den kann ich wahrscheinlich mit der Flare Gun nicht jagen, ne? Falls wir nochmal in die Bretagne kommen. Ach komm, es ist doch noch, es ist doch, der Tag ist doch noch jung. So, wir nutzen das jetzt einfach aus. Dass wir den Kram noch haben, wisst ihr? Oh, okay. Jetzt müssen wir weiterziehen. Das hat sonst keinen Wert hier. Ein Beil haben wir schon, das brauchen wir nicht. Ich höre rechts was laufen. Och, das ist jetzt aber auch echt mal cool. Das ist noch ein ganz neues Element. Diese konstante Bedrohung. Jetzt hier echt. Ich hab Angst, hier sind Schnitzel. Ein Angstschnitzel. Okay, da läuft der Hirsch weg. So, da ist die Brücke, von da sind wir gekommen, gell? Okay. Da hinten ist noch ein Haus, perfekt. Ich weiß, wir haben Hunger, aber wie schön das ist, ne? Wisst ihr, ob an den Kollegen hier... Okay, der ist jetzt einfach hier mal durch den... Ach so, da ist ein Loch im Zaun, okay. Ein bisschen entspannte Mucke. Das, ah, da ist ein Auto. Wenn der Bär kommt, gehen wir ins Auto. Wow! Wow! Ich habe nur was hinter mir tapsen hören. Ich raste aus. Wenn der Bär kommt, gehen wir ins Auto. Ja, genau, Franz. Genau. Ein Trollo-Gesicht. Aber hier ist jetzt nicht wieder die Farm, ne? Eine andere Farm? Nicht doof? Bin doch jetzt nicht. Ich kenne mich halt hier nicht aus in dem Gebiet. Wir brauchen halt Essen. Das ist wichtig. Aber auch im echten Leben ist Essen wichtig, tatsächlich. Das wissen viele nicht. Hä? Wow, da ist der brennende Bär! Hast du genug gehabt? Ja, ne? Oh, shit, shit, shit. Da ist nur eine Scheune und... Oh, da kommt er schon wieder. Okay, soweit geht's uns aber ganz gut. Oh, da. Kollege, wir haben. Wir haben nicht so viel. Wo ist er jetzt? Wo ist. Da oben. Ein Wolf, herzlichen Glückwunsch. Oh, da kommt er schon wieder angerannt. Wir müssen irgendwo rein, wir müssen irgendwo rein, wir müssen irgendwo rein. Idyllische Tal des Außengebäudes. Wir müssen nur. Wir müssen nach vorne in die Tür. Wo ist die Sau? Ich sehe die Tür schon. Und dann nehmen wir den Trecker und überfahren den Bären. Ja, Kollege, das schaffst du nicht. Das schaffst du nicht. Du bist zu fett. Ich hoffe, ich kann hier rein. Es läuft besser, als ich dachte. Ach,
hier ist... Ach, das ist eine Scheune, okay. Hier können wir Holz rausmachen. So, sorry, ich muss einmal kurz hier... Nee, wir machen das anders. Ich stelle hier die Sachen im Menü ein und so. Und wie das weitergeht, das gucken wir uns in der nächsten Folge an, okay? Das ist mega spannend. Das ist echt aufregend. Bis gleich, ne?